Darf man eigentlich noch was sagen? Ja, kann man heutzutage noch seine Meinung raushauen, ohne sofort gecancelt zu werden? Wir reagieren heute auf ein Video von den Space Frogs. Was darf man eigentlich noch sagen? Tägliche Shitstorms, Doxing, Morddrohungen und Promis, die sich beschweren, dass sie bei einem Fernsehauftritt vor einem Millionenpublikum, für das sie Millionen Euros kriegen, sich nicht so ausdrücken können wie besoffen auf der Couch. Immer mehr Menschen fürchten sich, ihre Meinung zu sagen. Deswegen klären wir hier und heute, was darf man eigentlich noch sagen? Meiner Meinung nach darf man noch alles sagen, das mache ich ja bereits auf meinem Hauptkanal und bei den Reactions umso mehr. Sohn. Rechtlich wird da einen leider schon sehr viel Spaß genommen. Zum Beispiel sind Beleidigungen verboten. Wie soll ich da einen vernünftigen Satz über Julian Reichelt bilden? Politische Diskussionen sind leider auch erschwert, denn der Aufruf zu Gewalt und Straftaten ist ebenfalls untersagt. Also eine vernünftige Diskussion über Christian Lindner können wir hier auch nicht führen. Zusätzliches Folgendes. Tja, eine vernünftige Diskussion über Shirin David oder Krassawitz kann man an der Stelle dann auch vergessen. Verhetzung verboten und verschiedene Sachen, die mit der Zeit zwischen 33 und 1945 zu tun haben, was nur gewissen Menschen erschwierigt, ihre Meinung zu sagen. Das ist eine sehr lange Zeit. 33 und 1945. Wow. Ja, du darfst nicht über das Mittelalter reden. Prinzipiell gibt es dann noch so kleinere Regeln, wo man sich jetzt darüber streiten kann, ob es mit Meinungen zu tun hat oder nicht, weil... Verleumdung? Ist das eine Meinung? Keine Ahnung. Aber hey, eigentlich bleibt da noch eine Menge lustiger Sachen übrig, die man sagen kann. Das Problem ist, Meinungen können Meinungen auslösen. Und andere Meinungen als meine Meinung sind meist ziemlich dumme Meinungen. Und wenn ich deine scheiß Meinung höre, werde ich mein Recht auf freie Meinungsäußerung nutzen und dir meine Meinung sagen. Und damit muss man leben. Aber wenn ich jetzt deine Meinung screenshot und auf sämtlichen Plattformen poste, dabei deine Mutter, deine Freunde und den Arbeitgeber verlinke, eine E-Mail-Aktion starte, eine Petition öffne und auf Discord Shitstorm-Attacken koordiniere, bis du deinen Job, all deine Freunde und jegliches Ansehen in der Gesellschaft verloren hast, ist das dann noch Meinungsäußerung? Wir leben in einer Zeit, dass wenn du dich zum Beispiel über Taylor Swift lustig machst, du damit leben muss, dass deine DMs mit Morddrohungen für dich und dein ungeborenes Baby... Ja, das ist der größte Bullshit. Das bekomme ich ja auch von diesen ganzen Pseudo-Feministinnen, wenn ich mich über den Feminismus äußere. Oder von einer gewissen LGBTQ-Bubble oder generell von Frauen, die mich einfach nicht mögen. Ich meine, 81% meiner Follower sind Männer und darauf bin ich auch stolz. Werden. Und ich kann irgendwie verstehen, dass Menschen gerne ihre Meinung äußern würden, ohne Shitstorms und ohne Morddrohungen. Es fängt ja schon beim Essen an. Es ist ja allgemein bekannt, dass du niemals erwähnen solltest, wie du diese Teig-Marmeladen-Bulettenkloßbälle nennst. Aber es gibt noch mehr. Und dabei kommt es darauf an, wer du bist. Wenn ein Carnivore mal eine Margarita-Pizza isst, hey, ist heute ein Veggie-Day? I'm proud. Wenn du als Vegetarier eine Margarita-Pizza isst, you fucking piece of shit! Warum nicht gleich ganz vegan? Ich dachte, du kehrst! Es ist oft so, dass Leute... Ja, militante Veganerin, einfach nur lost. ...die etwas tun, mehr angegriffen werden als Leute, die überhaupt nichts machen. Ne, weil sie nicht 100% machen, was eine Gruppe gerne hätte. Vielleicht gerade, weil sie eine gewisse Schnittmenge haben, geraten sie dadurch mehr aneinander als mit Karnivoren. Aber dieses Prinzip beobachtet man wiederholt auch bei anderen Themen. Als Veganer musst du dich vor den Karnivoren fürchten, wenn du ein Gericht erwähnst, was eigentlich mit Fleisch ist. Du es aber in vegan gemacht hast. Wie kannst du es wagen, etwas anderes zu panieren als totes Tier? Andere Themenbereiche sollte man einfach komplett meiden, wenn du keine Negativität in deinen Kommentaren haben willst. Also alles, was auch nur ansatzweise irgendwie mit Gender zu tun hat. Da seid ihr bei mir vollkommen richtig, Freunde. Schaut auf dem Hauptkanal vorbei. Dass Gendern der ultimative Trigger ist, das ist ja aller Mund bekannt. Aller Mund? Ein noch größerer Trigger, es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Was laber ich? GamerInnen. Aber hier kannst du easy nochmal so ein kleines Sahnehäubchen draufsetzen. Normale Worte gendern, dann aber negativ behaftete Wörter wie Terrorist, Krimineller oder FDP-Wähler nicht. Das wird ein paar Meinungsvloggern gar nicht gefallen. Doppelmoral exposed. Ansonsten kann man sagen, dass alles, was nur ansatzweise geschlechterspezifisch ist, vermieden werden sollte. Und damit meinen wir nicht nur die spalterischste Frage aller Spaltungsfragen. How many genders are there? Sondern two, my friend. There are two, man and woman. Geschlechterspezifische Themen, also sowas wie Datingvorlieben, Kritik an Männern oder Feminismus, Pipi-Mann-Witze oder über geschlechterspezifische Probleme zu reden. Wenn du über sowas redest, solltest du im Internet lieber gut geschützt sein. Am besten mit NordVPN. Dass NordVPN wie ein Kondom für das Internet funktioniert. Bin ich eigentlich der Einzige, der keine Placements bekommt? Schon bodenlos, oder? Na endlich. Kanal, denn wer weiß, ob NordVPN sonst jemals wieder eine Werbung hier einkauft und wir auf der Straße landen.
Ey, aber no stress. NordVPN, weil unser Mitarbeiter Essen braucht. Aber wie kann ich mich noch politisch äußern? Wo es wirklich wichtig ist, kann ich da wenigstens so selbstverständliche Dinge sagen wie Nazis sind doof? Weil Nazis sind doch das Synonym für alles Böse. Oder ist absolut böse. Edeka Supermarktmann hat genau diese Stellung bezogen. Also Nazis doof, Demokratie, yay. Und musste das dann wieder zurückziehen, weil er Morddrohungen bekommen hat. Er musste feststellen, dass sich doch sehr viele Menschen mit dem Wort Nazi identifiziert haben. Also sie haben sich nicht damit identifiziert, sondern sie haben sich angesprochen gefühlt in dem Sinne. Sie werden von dieser Person gemeint, obwohl sie sich ja selber nicht so sehen. Aber du wirst ja immer als Nazi diffamiert. Deswegen wird man ja doch gemeint, obwohl man ja sich nicht selbst meint, oder? Wirklich jetzt? Gab's den Fall im Supermarkt? Digga, wer fühlt sich denn von Nazi angesprochen? Also. Oh. Versteht ihr? Ja. Aber generell sind ja Online-Diskussionen schwierig, weil die Menschen immer besser wissen, was du meinst. Also kannst du in einem politischen Rahmen nur Sachen sagen, die nichts wirklich sagen, weil sie so selbstverständlich sind, dass sie halt wieder nichts sagen. Ich feiere diese Yoshi-Hintergrundmusik. Das gibt Super Mario-Vibes. Krieg ist doof. Ich finde es nicht in Ordnung, Schwarzfahrer hinzurichten. Oder fick die FDP. Mein Lieblingsding ist gerade, wow, warum wird nicht gegen Kindesmissbrauch demonstriert? So als würde es gerade eine Organisation geben, die sich hinstellt und genau das fordert. Genau das als Ziel hat, Kindesmissbrauch. Yo. Ist natürlich langweilig, weil man will ja was sagen. Deswegen versuchen es manche mit einem Trick. Jokes. Satire. Weil wenn man es ja lustig fröhlich macht, dann werden die Leute ja nicht sauer, oder? Natürlich werden sie trotzdem sauer. Satire kann dich schützen. Weil wenn du es richtig gut machst, versteht auch niemand wirklich, was du sagst. Das ist immer ein guter Vorteil. Niemand kann sauer auf dich sein, wenn es niemand versteht. Aber ganz wichtig, also was du niemals machen darfst, ist Jokes über alte Menschen. Oder über Frauen. Vertraut mir, ich habe ein paar Jokes in meinen Videos über Frauen drin. Da habe ich wilde Kommentare gelesen, vor allem auf TikTok. Da fühlt sich wirklich jeder angegriffen, wenn ich mal ein Video über Frauen mache. Zum Beispiel habe ich ein Video gemacht, ich glaube, da habe ich eine kritisiert, dass sie raushaut, sie hat 4-mal ihren Booty machen lassen, also BBL. Und da muss man sich mal die Kommentare durchlesen. Alle sagen, wir machen es nicht, um euch Männern zu gefallen. Dabei ging es mir darum zu sagen, hey, die OP ist eines der gefährlichsten, setzt doch nicht euer Leben aufs Spiel. Und by the way, es gefällt halt niemandem. Auch wenn es von dem viel zu viele gibt und wir eigentlich sie ein bisschen reduzieren müssten. Die stehen unter Naturschutz. Der WDR-Kinderchor hat ja diesen sicken Tune gedroppt. Von wegen, die Oma fährt SUV. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Spaltung! Wow! Oh, das geht ja gar nicht. OMG! Krieg! Mord, Tod! Manchmal ist es auch einfach so ein Selbstläufer. Sehr viele Leute hassen die Öffentlich-Rechtlichen. Wenn irgendjemand sauer ist, dann springen die anderen mit drauf und dann sind alle sauer halt auf die Öffentlich-Rechtlichen, weil hey, wir haben einen Grund, der ist dumm, egal. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Leute sehr überempfindlich sind, wenn es um alte Menschen geht. Warum auch immer. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Themen, die Menschen triggern. Selbst sowas wie Wärmepumpen. Ein simpler Joke über Wärmepumpen. Boy, das triggert. Generell kann man aber sagen, je größer das Fandom ist oder je mehr sich die Menschen mit diesem Thema identifizieren, desto getriggerig da ist die Triggerkeit. Deshalb natürlich sowas wie Religion sehr schwierig ist. Man kann Furries als Extra-Ding nehmen, aber ich sehe das jetzt auch einfach mal als Religion. Aber das schlimmste Thema, wo du triggern kannst, ist die tollste Musikrichtung der Welt, die wir absolut feiern und niemals was gegen sagen würden. K-Pop. Ja. Niemals. Gottverdammt. BTS ist meine Lieblingsband. Legt euch nicht mit der K-Pop-Army an. Diese K-Pop-Bands, die sehen ja auch alle wirklich eins zu eins gleich aus, oder? Mit anderen Worten, du kannst eigentlich nichts sagen, ohne zu riskieren, jemanden zu triggern. Man wird ja wohl noch sagen dürfen, jeder Mensch ist auf seine Art schön. Alter, guck in den Spiegel. Der Himmel ist blau. Er ist meistens eher grau. Gewalt ist doof. Auch gegen böse Menschen. Okay, Wasser ist nass. Wasser ist nicht nass. Wasser macht Dinge nass. Aber dafür muss es doch nass sein. Dinge, die mit Wasser durchdringt sind, beschreiben wir als nass. Wasser ist durchtränkt von Wasser. Nein, es ist Wasser. Du bist auch nicht durchdringt von Mensch. Du bist Mensch. Ja, aber ich bin durchtränkt von Blut. Also bin ich blutig. Wenn du auf ein Blatt schreibst, ist das Blatt beschrieben. Aber der Stift ist nicht beschrieben. Ja, aber sowohl Blatt als auch Stift sind bestiftet. Das ist nicht mal ein Wort. Leute, die canceln, suhlen sich gerne in Ausreden. Aber wenn du dir Ausreden zusammenreimen musst, dass es ja kein richtiges Canceln ist, dann ist es wahrscheinlich Canceln. Der Klassiker ist ja, dieser ultra übertrieben international erfolgreiche Promi hat nicht innerhalb von 3 Stunden seine gesamte Existenz verloren. Also was heißt hier bitte Canceln? Nur weil wir ihn mit Massenmeldungen von einer Plattform gebannt haben, ist das ja noch lange kein Canceln. Er kann seine Meinung ja immer noch an die Wände verlassen, erkrankt. Ja, das finde ich auch so lächerlich. Das wurde ja auch bei mir auf TikTok gemacht mit zig Accounts. Immer dieselben Leute haben mich wahrscheinlich gemeldet, die haben ihrer Community gesagt, geht ihn melden und zack, bist du halt weg.
wirklich so lächerlich. Ich meine, mach doch ein Video gegen mich, aber warum muss man jemanden melden? Hausruinen schmieren. Aber natürlich, dass manche Aussagen für Empörung sorgen, ist selbstverständlich. Deswegen hier zwei Richtlinien. Wenn du die letzten 10 Jahre Online-Präsenz einer Person durchsuchst, nur um ein bisschen Dreck unter den Schuhsohlen abzukratzen, um zu rechtfertigen, dass diese Person jetzt gecancelt werden kann, ist das kein Einordnen. Das ist gestört. Und zweitens, das Wichtigere, es ist völlig in Ordnung zu erklären, warum man etwas nicht mag und dem nicht zustimmt. Aber wenn du Konsequenzen für Meinungen und Jokes forderst und dich dafür stark machst, dann überschreitest du eine gewisse Grenze. Denn Konsequenzen für Meinungsäußerungen zu fordern, ist ja eben nicht Meinungsfreiheit. Auch wenn es natürlich sein kann, dass wenn du eine Meinung zu einer Meinung sehr gut ausdrückst, dadurch natürlich Konsequenzen für den Meinungsträger resultieren können. Das Ganze ist natürlich nur etwas nuanciert. Aber auch Menschen, die gecancelt werden, sind fleißig am Copen. Der Klassiker ist ja: Oh, wenn ich diese Menschen trigger, dann habe ich ja was Richtiges gesagt. Hey, das bist du gestern. Ja. Nee, vorgestern. Dass du was Schlechtes gegessen hast. Das war nachts, das war vorgestern Nacht. Wenn du deine Meinung davon prägen lässt, dass du chronische Online-Menschen triggerst, dann machst du absolut gar nichts richtig. Und ich glaube, eine wichtige Regel hier ist: Don't say sorry. Um den Mob zu beruhigen. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass es schlimm ist, sich zu entschuldigen. Wenn du was falsch machst und es einsiehst und denkst, wow, ich habe was falsch gemacht, ja, dann entschuldige. Ich finde, das machen die wenigsten Influencer. Wenn sie jetzt exposed werden und man weiß, boah, der hat einen krassen Fehler gemacht, versuchen sich die meisten irgendwie noch herauszureden und das auch sehr schlecht. Und das checkt natürlich die Community und die werden weiter gebasht, statt einfach mal Entschuldigung zu sagen. Verstehe ich nicht. Aber diese chronisch Online-Menschen riechen Schwäche. Tatsächlich kam es vor, dass Leute sich entschuldigt haben und es nicht besser wurde, sondern eher schlimmer. Weil Leute gemerkt haben, hey, den können wir triggern, den können wir beeinflussen, den können wir manipulieren. Und die Entschuldigung wird auch irgendwie nie angenommen. Viele Menschen müssen auch einfach lernen, keinen Fick zu geben. Ganz schlimm ist, Kommentare zu beantworten. Boah, machen das viele falsch. Wenn du jetzt zum Beispiel postest, Nazis doof und jemand lässt sich davon triggern, so, warum gehst du darauf ein? Warum? Wenn sich jemand davon angegriffen fühlt oder jemand sauer ist, dass... Ja, fühle ich. Ich habe auch schon mal ab und zu auf einen Kommentar geantwortet und in eine kleine Diskussion drängen lassen. Das war vor ein paar Monaten. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, den Leuten kann man es nicht recht machen. Deshalb antworte ich noch hin und wieder mal auf Kommentare, aber lasse mich nicht auf so eine dumme Diskussion ein. Ich meine, das meiste sage ich schon im Video so. Und dann lese ich einen Kommentar, wo ich mir denke, das habe ich doch eigentlich im Video gesagt. Ja, also manchen kann man es nie recht machen. Eine veganen Rouladen gepostet hast. Jemand investiert Zeit, sich darüber aufzuregen, dass du vegane Rouladen gemacht hast. Holy fuck, warum in irgendeiner Form darauf reagieren? Das ist doch the fuck. Deshalb postet eure Meinung und dann nehmt euer Smartphone und werft es in den See. Nur, dass da ein Fernseher ist. Das ist eine Scheibe. Fenster. Stimmt, ich meine ein Fensterglas. Ja, ja. Wahrscheinlich wäre es aber ganz gut, wenn mehr Menschen sich trauen würden, ihre Meinung öffentlich zu sagen, weil radikale Meinungen wirken präsenter, als sie eigentlich sind. Aber gleichzeitig wäre es auch gut, dass man ein paar Menschen mehr klar macht, ihr seid gerade einfach Wichser. Ihr könnt euch einreden, so viel ihr wollt, dass ihr nicht cancelt. Ihr seid gerade... Ja, das nenne ich mal Statement von den beiden. Unterhaltsames Video, teilweise auch gute Punkte angesprochen, die ich so fühle und selber erlebt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, damit wir das ein bisschen pushen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen denkt. Danke fürs Zuschauen.